wieder, Freunde. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Story. Heute gehen wir auf den Freizeitpark, wo komische Dinge passieren werden. Meine werten Damen und Herren, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video und versucht mit mir gemeinsam 10.000 Daumen nach oben zu schaffen. Das würde super cool sein und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um nichts mehr zu verpassen. Wir werden jetzt erstmal warten, bis alle Spieler tatsächlich das gesamte Ding hier geladen haben. Wir werden jetzt mal ein bisschen hier weiter nach unten, ne? Weil sonst können wir das Ding so machen. Okay? Okay, das hier ist der Eingang und der Lehrer sagt, wir sind endlich hier. Dieser Amüsierungspark sieht wirklich ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das ist prinzipiell ein Amüsierungspark in der Stadt. Okay, das ist also ein Amüsierungspark in einer Stadt, wo wir uns befinden. Ne? Werden wir hier einfach nur reden und stehen oder wollen wir endlich mal in den Runde fahren. Krassel, kennst du das? Oh Mann, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schwindelig auf dem Weg hierher. Ich fühle mich so, als möchte vielleicht lieber auf das Riesenrad gehen. Oh, aber ich habe viel zu viel Angst, um auf das Riesenrad zu gehen. Genug gesprochen, gehen wir nun los. Okay, wir gehen jetzt rein in den Museumspark. Ich habe übrigens gerade hingeguckt und da ist auf einmal alles zugegangen. Wow, das sieht wundervoll aus. Oh, das war ja wirklich so, dass sie wirklich atemberaubend aus. Alter, da ist sogar so eine richtige Wippe. Hier kann man sogar so richtig wippen, ne? Oh Mann, aber es ist niemand am Park. Wen interessiert das schon? Lehrer, können wir vielleicht losgehen und einfach ein bisschen Spaß haben? Ja, natürlich könnt ihr ein bisschen Spaß haben. Hier könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Viel Spaß euch allen. Hier ist eine Toilette übrigens. Yay! Aber da können wir nicht reingehen. Nein! Wir können hier diese riesen Achterbahn fahren. Und die würde ich zu gerne fahren. Nein, sie fährt schon los. Da sitzen schon ein paar Leute drin. Warte, ich möchte auch. Kann ich mich noch reinsetzen? Kann ich mich... Ja! Nein! Nein! Ich saß kurz drin. Warte mal, kann ich vielleicht hinterherlaufen? Nee, kann ich auch nicht. Ich habe es voll verpasst. Warte mal, vielleicht kann ich während der Fahrt aufsteigen. Warte. Warte, wo kommt sie denn? Oh nein, jetzt ist es gerade vorbeigefahren. Okay, wir nehmen die nächste Fahrt. Ja, jetzt sitzen wir drin. Okay, jetzt möchte ich mal hier eine richtige Runde fahren. Jetzt geht's los. Okay, es geht los. Leute, seid ihr ready oder was ist los? Wir fahren da jetzt hoch und es wird crazy. Okay, wir fahren hier die Achterbahn hoch. Und jetzt fahren wir mal richtig Achterbahn hier in einer echten Story. Okay. Oh, warte mal, so sieht es im Real Life aus. Oh mein Gott, das ist sogar mit so Propeller, mit so Looping sogar. Aber irgendwie ist es ja überlangsam. Ah, jetzt wird schneller. Ah, ich bin richtig hungrig. Lass unseren Lehrer fragen, ob wir vielleicht irgendwas essen wollen. Ja, das wäre vielleicht eine echt gute Idee. Was haben wir hier? Alter, das ist auch so ein riesiges Riesenrad, gell? Da kann man auch eine Runde eigentlich drin feiern und Party machen. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Okay, oh Mann, wir sind wirklich hungrig, Sir. Könntest du uns vielleicht irgendwas zu essen kaufen? Wo ist eigentlich unser Lehrer? Ich kann ihn gar nicht sehen. Da ist er, der Lehrer. Oh ja, klar, gar kein Problem. Was möchtet ihr denn gerne essen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich liebe Pizza. Lass uns am besten ein bisschen Pizza holen. Dann lass uns doch einfach am besten ein bisschen Pizza holen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Pizza! Oh nein, es gibt wieder was zu essen. Und immer wenn es was zu essen gibt, bedeutet das, dass Leute sterben werden. Ich sollte vielleicht nicht diese Pizza essen, aber ich kann mich nicht davon fernhalten. Okay, ich esse einfach ein Stück. Okay, eigentlich sollte man das... Diese Pizza war wirklich richtig lecker. Okay, Leute, ihr könnt jetzt... Ich gehe jetzt erstmal ins Bad, also auf Toilette oder wie auch immer. Okay, das heißt also, wir haben jetzt gegessen. Und hier dürfen übrigens nur Mitarbeiter reingehen. Das ist schon crazy, muss ich sagen. Hier ist auch überall oben so ein paar Spiegel und sowas. Sieht ganz interessant aus. Okay, wir können jetzt einfach rausgehen und weiter spielen, oder wie? Aber der Lehrer, der geht ins Badezimmer. Guck mal, da vorne stehen sogar schon zwei Mädchen am Badezimmer. Was bedeutet das? Was kann das mit dieser Geschichte zu tun haben? Irgendwie vertraue ich diesem Lehrer nicht so ganz. Was macht er? Ist jetzt einfach ins Badezimmer.